Liebe Freunde virtueller Zeitverschwendung, ich bin CoreLP100, der mit der Zahl hinten dran. Oh, epische Musik im Hintergrund, kann nur eins verkünden, CoreLP100 Reborn, liebe Leute. Ja, Lightning Returns lief bis jetzt, aber das war ja bloß so ein Zwischending. Der Kanal sollte wiedergeboren werden mit der Wiedergeburt einer Spieleserie, die sich denn Thief nennt. Ach, so viel gibt's hier zu sagen. Ich weiß gar nicht, mit was ich anfangen soll. Komischerweise der Popkiller vor meinem Mikrofon, der wippt gerade hin und her, wie so ein kleines Pendel. Wie das möglich ist, weiß ich nicht. Ihr müsst euch vorstellen, ich gucke gerade über meine eigene Nasenspitze und wundere mich, was hier los ist. Spukt es vielleicht? Liebe Freunde virtueller Zeitverschwendung, schön, dass ihr mit dabei seid. Thief wird gespielt, wie schon gesagt, der Reboot einer Serie. Lassen wir das ganze Gereviewe, was es bis jetzt zu dem Spiel gab, einfach mal außen vor. Ich freue mich einfach wahnsinnig hier zu sein. Es ist mir egal, ob die Story von dem Spiel ein bisschen dünn ist oder chaotisch oder keinen Sinn ergibt oder gegen Ende hin abflaut. Es ist mir auch egal, dass es vielleicht ein paar KI-Schwächen gibt. Dagegen werden wir unser Möglichstes tun, dazu gleich mehr. Wir spielen Thief. Herzlich willkommen also jetzt mal offiziell an alle, die tatsächlich auch schon bei Lightning Returns dabei waren. Ich freue mich wahnsinnig, dass ihr das Spiel so gut aufgenommen habt, obwohl es mir halt absolut gar keinen Spaß macht. Es ist einfach, also Kinder, es ist miserabel strukturiert. Aber naja gut, soviel zu Lightning Returns. Thief, der Reboot einer Serie, die eine lange, lange, lange Vergangenheit hat. Eine große, große Fanschaft, die natürlich wieder nicht bedient werden konnte, wenn man den Reviews Glauben schenkt. Zumindest den Paaren, denen ich auch tatsächlich meinen Glauben schenken mag, soll uns aber egal sein. Denn ich habe Lust auf Schleichen. Ich habe Lust auf niemanden töten. Ich habe Lust auf mich irgendwo lang schleichen, ohne dass einer weiß, dass ich da bin. Und Zeug klauen, was auch erst bemerkt wird, wenn wir schon wieder weg sind und zu Hause auf unserem Stuhl sitzen und irgendein Let's Play von irgendeinem Spiel aufnehmen, was gerade released ist. Thief, für mich das erste große Blockbuster-Spiel, mehr oder weniger, was 2014 erscheint. Ich glaube, Ende 2012 war die erste Ankündigung von dem Spiel. Und dann, ja, hat man sich so gedacht, oh, es dauert noch so lange und Next-Gen und so, bla. Und jetzt ist es schon soweit. Manche von euch haben die Next-Gen-Konsolen zu Hause stehen. Wir spielen das Ganze natürlich auf dem PC, weil beste Version und so. Na klar, ich habe einen guten PC, also spiele ich so ein Zeug auf dem PC. Tja, was gibt's dazu noch zu sagen eigentlich? Eigentlich nicht viel mehr. Ich freue mich, dass ihr da seid. Was wird dieses Let's Play beinhalten? Der Name dieses Videos hat es euch vielleicht schon so ansatzweise verraten, vielleicht aber auch nicht, denn zum Zeitpunkt dieser Aufnahme kann es natürlich sein, dass ich zum Zeitpunkt, als ich den Videotitel dann tippe, schon wieder vergessen habe, was ich hier eigentlich vorhabe. Wir machen ein paar ganz spezielle Dinge, denn dieses Thief ist natürlich ein bisschen vercasualisiert und ein bisschen vereinfacht für andere Spieler, beziehungsweise um mehrere Spieler anzusprechen. Das Sandboxige muss wohl ein bisschen weg sein. Man hat halt Möglichkeiten, die man auskundschaften und dann auch zu seinem Vorteil nutzen muss. Das werden wir auch tun. Aber die Entwickler haben einem jede Menge tolle Werkzeuge an die Hand gegeben, um das Ganze so nach seinen Vorstellungen einzustellen. Davon kann ich euch schon mal eins zeigen. Wir spielen das Spiel übrigens im englischen Tonoriginal, wie ihr das von mir gewohnt seid. Deutsche Texte, damit dann auch die, die Englisch nicht so gut verstehen, wenigstens mitlesen können, ist ja auch was. Und jetzt kommen wir aber dazu. Passt auf. Spiel und HUD. Seht ihr das hier? In unserem kompletten HUD gibt es natürlich verschiedenste Einblendungen. Der Lichtkristall beispielsweise zeigt uns an, wie sichtbar wir sind, ob wir im Schatten stehen oder nicht. Was gibt es noch im Fadenkreuz natürlich? Dann, dass die Objekte, die wir benutzen können, irgendwie hervorgehoben sind, so leicht schimmern oder so. All das kann man, wie man möchte, ein- und ausschalten. Man kann das komplette Bild quasi leer räumen, bis man nichts mehr sieht, überhaupt kein Feedback vom Spiel bekommt und alles nach Gefühl handeln muss. Ich habe das hier schon mal für euch voreingestellt. Ich habe ja auch gerade schon kurz ins Spiel reingetestet, um zu gucken, wie es läuft. Und wir werden das so lassen, wie es hier ist. Ich werde diese ganzen Sachen schon mal angestellt lassen, weil es ist ein Blind Let's Play. Und die Sachen, die ich jetzt aber nicht unbedingt brauche, wie zum Beispiel Gegner Gesundheitsanzeigen, die interessieren mich nicht. Denn wir haben hier vor, absolut lautlos vorzugehen. Hier wird niemand getötet, hier wird, wenn es geht, auch niemand K.O. geschlagen. Insofern das Spiel uns das erlaubt. Ich hoffe mal, das klappt. Und deswegen, da wir uns in keine langen Kämpfe verwickeln lassen wollen, brauchen wir auch keine Gesundheitsanzeigen von irgendwelchen Gegnern. Ansonsten möchte ich den Rest gern anlassen. Aber ich habe, wie gesagt, auch schon reingespielt und es ist absolut kein überladenes HUD. Wir haben ganz, ganz kleine HUD-Symbole bloß, auch bloß am unteren Bildschirmrand. Also da wird nicht viel Störendes sein. Insofern können wir das einfach mal lassen. Was aber viel interessanter ist, wir spielen natürlich, weil wir schon auf dem PC sind. Ich habe nur mein Xbox 360 Pad angeschlossen, deswegen seht ihr die ganzen Knöpfe und keinen Mauszeiger. Wir spielen natürlich alles auf Anschlag, läuft auch hervorragend, ganz toll. Ich habe quasi einen Next-Gen-PC. Was wir aber machen, und das ist viel interessanter, wir gehen auf neues Spiel. Durch den Start eines neuen Spiels wird der Autospeicherslot überschrieben. Jeglicher nicht manuell gespeicherter Fortschritt geht verloren. Möchtest du trotzdem fortfahren? Natürlich. Und zwar, wir haben 3 Schwierigkeitsgrade. Schurke, was wohl einfach entspricht. Ein Spaziergang für geschäftige Diebe, die einfach nur sorglos stehlen wollen. Die Gegner sind schwach und weniger aufmerksam, außerdem gibt es reichlich preiswerte Ressourcen. Dann haben wir Dieb, eine normale Balance für erfahrene Diebe, die gern ein gewisses Risiko eingehen. Das ist quasi so das Normal, denke ich mal, also würde ich jetzt davon ausgehen. Gegner sind fähig und aufmerksam, Ressourcen sind erschwinglich und ausreichend vorhanden. Ja, was sind jetzt Ressourcen, könnte sich der ein oder andere fragen, der jetzt Thief überhaupt nicht kennt. Ressourcen sind einfach die Sachen, die wir mithaben, die uns ja vom Nutzen sein können, um unser Ziel zu erreichen. Ist zum Beispiel auch schon einer, der ja ein Pfeil oder ein Wasserpfeil, mit dem man Feuer löscht und so weiter. Das sind Ressourcen, die kann man natürlich zum einen finden, zum anderen kaufen. Mit erhöhtem Schwierigkeitsgrad werden die natürlich immer teurer, was quasi dann, ja, was zur Schlussfolgerung hat, dass man eher darauf angewiesen ist, das Zeug zu finden, was es wiederum schwerer macht, da ranzukommen und so weiter und so fort. Dann gibt es noch den Meister-Schwierigkeitsgrad. Schwere Zeiten für Diebe, die denken, dass allein die Herausforderung zählt. Gegner sind tödlich und Zivilisten dürfen nicht K.O. geschlagen oder getötet werden. Das ist sehr, sehr interessant. Ressourcen und Upgrades sind teurer, na klar. Die Fokusanzeige leert sich schneller. Ja, auch hier gibt es natürlich wieder eine tolle Spezialfähigkeit. Das Standard, wir richten uns an Casual Gamer Feature schlechthin sozusagen, die Fokusanzeige, die uns per Knopfdruck eine super Special Vision, ermöglicht und Dinge sehen lässt, die uns sonst vielleicht entgehen würden, wie zum Beispiel, wo es denn lang geht und so, ne? Finde ich toll, dass es immer Fokus genannt wird. Natürlich wird es hier wieder ganz toll lore-technisch gerechtfertigt, dass ja Garrett, der Dieb, den wir spielen, total viel Erfahrung hat und halt mehr sieht als andere. Ja, kann man so durchgehen lassen. Aber generell finde ich dieses ganze Fokus und Instinkt, gab es ja bei Hitman Absolution auch, irgendwie schwierig, ne? Dann gibt es aber noch, und das ist wohl das Interessanteste von allen, auch wenn es, und das sage ich jetzt mal gleich im Vorweg, nicht so eine große Rolle für uns spielt. Man kann einen persönlichen Schwierigkeitsgrad anlegen. Ich zeige euch mal, was damit gemeint ist. Zum einen kann man hier den Grundschwierigkeitsgrad festlegen. Schurke, Dieb und Meister, einfach, mittel und schwer. Und dann gibt es hier sogenannte Modifikationen. Zum Beispiel, man kann nur am Ende eines Kapitels speichern. Es gibt kein Save dazwischen, kein Quick-Save, kein Anywhere-Save. Wenn man scheitert oder beenden muss oder Spiel abstürzt oder man einfach mitten unterm Level einschläft, dann gefunden wird, getötet wird, am nächsten Früh aufwacht und merkt, dass man verloren hat, muss man das Kapitel von vorn anfangen. Sehr ärgerlich. Kein Fokus. Man kann dieses Fokus-Feature ausstellen. Es wird der ein oder andere von euch laut aufschreien, ja, tu's doch, wenn du gerade schon drauf rumgebiestert hast. Nö. Mache ich aber nicht. Tut mir leid. Man kann das Kämpfen gleich komplett eliminieren. Ihr seht es da, K.O.-Schlag von oben und Kampf ist im Kampf sind nicht verfügbar. Man muss also normal kämpfen, auf den Gegner eindreschen, was in diesem Spiel eigentlich so ziemlich der sichere Tod ist, weil es kein Kampfspiel ist. Wenn man gefunden wird, ist es eigentlich, ja, sollte man einfach nochmal neu laden. Man kann die Zielhilfe ausschalten, also beim Zielen vom Bogen kein Fadenkreuz haben. Und ihr seht, jedes Mal, wenn man so ein Feature einschaltet, gibt es Punkte. Und die akkumulieren sich da unten. Oder kumulieren? Ich glaube kumulieren, ne? Sich anhäufen. Kumulieren sich da unten rechts. Hat dann bloß Auswirkungen auf die Leaderboards. Interessiert uns jetzt einfach mal nicht weiter. Ich lasse die raus. Und da gibt es dann hier alle möglichen Sachen. Ihr seht es da alle relativ selbsterklärend. Und es gibt die Ultimativen. Iron Man zum Beispiel, wenn man stirbt, muss man das komplette Spiel von vorne anfangen. Tatsächlich, ja. Man kann auch die Upgrades ausschalten und keine Kills oder Knockouts und so weiter und so fort. Wenn ein Mensch oder ein Tier auf irgendeine Weise Schaden erleidet, ist die Mission gescheitert. Also, wenn man all diese Features aktiviert, meine ich, dass man auf 1330 Punkte kommt, 1330 Punkte. Wenn also dann in ein paar Tagen oder Wochen in den Leaderboards, die man sich ja direkt über das Menü angucken kann, die ersten Leute auf Platz 1 stehen mit irgendwelchen Durchspielzeiten, die 1330 Punkte haben, heißt das, die haben dieses Spiel tatsächlich so durchgerissen. Werde ich nicht versuchen, tut mir leid. Ich wollte euch das bloß mal kurz zeigen. Also man kann hier wirklich, wenn man das alles aktiviert, die Entwickler haben natürlich wieder den großen Hype gestartet. Die Entwickler haben es noch nicht geschafft. Nur ein einziger Tester, der soll sicher gehen können, dass es tatsächlich funktioniert. Ob ihr euch da jetzt von allen lullen lassen wollt, weiß ich nicht. Soll uns aber auch nicht weiter stören. Ihr seht, man kann sich das Spiel also seinem eigenen Geschmack anpassen und dann doch sehr schwer haben. Also es muss, glaube ich, keiner nölen, dass es hier ein bisschen zu leicht ist und an Gelegenheitsspiele gerichtet. Ich glaube, es werden einem genug Sachen an die Hand gegeben, um sich das Ganze so ein bisschen anzupassen. Soll es auch dafür schon gewesen sein. Wir gehen zurück und ich überrasche euch vielleicht, was wir jetzt tun werden. Wir spielen auf Meister. Liebe Freunde virtueller Zeitverschwendung, ich habe Lust auf Schleichen. Es ist die Neueröffnung des Kanals sozusagen, die große Wiedergeburt. Und da muss es doch irgendwas Besonderes geben. Und da habe ich mir gedacht, Mai, Juni, Juli, August, wir spielen das Ding hier einfach auf Meister. Nicht mit den ganzen Super-Features an, aber wir geben uns diese Herausforderung. Ich möchte es gerne versuchen und ich glaube auch, dass man das irgendwie hinkriegen. Ich meine, ne, sollte schon zu schaffen sein. Das Dumme ist, man kann im Nachhinein den Schwierigkeitsgrad nicht mehr wechseln. Sollte ich also irgendwann an meine Grenzen stoßen, haben wir ein kleines Problem. Aber da werde ich dann schon für sorgen, ne? Das kriegen wir schon irgendwie gebacken. Ah, ist das toll. Der erste Part ist schon vorbei. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt tatsächlich in den Videotitel geschrieben habe, aber diesen ersten Part wollte ich jetzt nur mal nutzen zum Einstieg und euch zu erklären, was wir hier warum machen. Und im nächsten Part geht es dann auch schon direkt los mit Thief. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Part 1 kommt natürlich heute direkt noch, damit ihr auch gleich Gameplay habt. Wenn alles klappt, wie ich mir das vorstelle, ist heute auch tatsächlich Release Day. Und dann werden wir mal loslegen. Thief wird gespielt, der Reboot aus dem Jahr 2014, gemeinsam mit dem Reboot aus dem Jahr 2014 von CoreLP100, der mit der Zahl hinten dran. Schön, dass ihr da seid. Schaltet im nächsten Part wieder ein. Gleich geht's los mit Thief.